gekommen. Später. Warum ist André nicht bei der Arbeit? André? Arbeit? Wo war er nochmal? Er war? Er war hier. Arbeitende Freundin. Streich, Eier werfen. Nee, ich weiß gar nicht, wo er jetzt. Hat doch irgendwas mal mit Essen gemacht, ne? Da. Da ein DJ. Geht nicht zur Arbeit. Dann gehen wir jetzt noch schnell zur Arbeit. So ist richtig. Na, toll, sind die schlecht, ne? Ja, doch, die sind schlecht. Aufräumen. Ja, ich habe Stufe 6 gelernt. Später. Was machen wir denn zum Abendbrot? Wir machen mal Macaroni mit Käse servieren. Ist auch mal was Schönes. Wenn es draußen noch mal schön schneit. Schon mal sind wir in unserer Sim-Welt. Wie schön sich auch einfach die Farbe ändert. Mache ich jetzt eigentlich da? Ich glaube, ich warte darauf, dass das Essen fertig wird. Ah. Hier täuscht sich da wieder im Weg. Macht den jetzt. Weiter kochen. Ach so. Bloß blöde Wünsche. Leon ist überhaupt nicht erfreut. Das, was mache ich eigentlich jetzt mit dem Kater hier? Ah, ne, mit dem Hund spiele ich. Habe ich gerade mit dem Hund gespielt? Ich bin verwirrt. Ja, André hat seinen Tageswerk vollbracht und 106 Monate verdient. Auch wenn er nur kurz da. Du steckst in großen Schwierigkeiten, junger Mann. Du solltest dich lieber nicht noch einmal tun. Du könntest mir ein bisschen im Haushalt helfen, um auf deine Seite zu ziehen. Weil er nicht zur Arbeit gegangen ist, oder was? Oh mein Gott. Tja, Anna, ich würde mal sagen, ich muss nachher nochmal aufräumen, ne? Und jetzt bringst du bitte auch nach drüben auf den Tisch. Sieht so aus, ja. Gut. Nein, du brauchst keine Hotdogs zubereiten. Es gibt auch hier was zu essen. Schüssel nehmen. Etwas lesen. Schüssel nehmen. Schüssel nehmen. Essen sie alle zu schön am Tisch. Weil Leon könnte theoretisch eigentlich oben mal schnell sein Buch noch ein bisschen weiter schreiben. Der verrückte Mann weiterschreiben. So. Ach, die sind schon alle fertig, Alter. Ich dachte, wir können jetzt hier noch eine gemütliche Runde einfach noch ein bisschen spielen und nicht spielen, aber essen.
Die sind fertig, die anderen kommen. Ach, das war dir jetzt nach 10 Stunden auf, oder was? Wie wär's mit Essen? Dieser Brunnen, ich möchte wissen, ob André an einer Führung interessiert ist. Ach, warum nicht? Zurg, Jibby me. Jibby. Oh, oh, junger Freund, denk an die Ausgangssperre. Ja, Leon hat einen weiteren Kapitel von Der verrückte Mann eingereicht. 33 Simoleons erhalten. Das sieht schon mal ganz gut aus, hat er ja fast schon bald geschafft. Wissen, haben wir jetzt schon eine Taxifahrerin hier? Den Hut auf? Was sieht so aus? Wo ist die denn? Ist sie am Wasser? André darf noch eine Stunde draußen bleiben. Lol, treffen die sich einfach so auf dem See oder was? Na, das ist ja mal krank, Alter. Das ist auch geil. Da scheinen eigentlich die Wellen hoch, aber die laufen einfach mal auf den Eis lang. Was ist denn das? Das ist auch Lisa Bunch. Ach, das ist Lisa Bunch. Schneeflocke Spezial, Blair Rainford. Das ist auch die. Jeder findet, dass André okay ist. Okay. Ja, so, jetzt hätten wir, glaube ich, die Auswahl zwischen. Ich denke, ich werde bald gehen. Ja, da hast du auch super gut noch angerufen. Weißt du, da rufst du um 9 Uhr abends an. Ey! Würdest du nicht mal mit nach Hause gehen? André ist schon wieder in Liebe verfallen. Ja, ja. Candy Ashledale? Oder doch? Dieser Bunch. Einer von unseren LPR wird bestimmt auf jeden Fall dieser Bunch kriegen. Besonders, wenn die jetzt von dem was will, obwohl die eigentlich einen Freund hat. Das ist verrückt, ist das. Der geht doch mit jedem, Alter. Warum schlafe ich da? Okay, gut. Ich frage lieber nicht nach. Glückwunsch, Sabrina hat Fähigkeit Stufe 3 erlernen. Oder kann André zwei Freundinnen haben? Na, das wäre auch mal was. Zwei Freundinnen für André. Ich glaube, ich muss mal mit André mal absprechen, ob es okay für ihn ist. Benutzen.
Welt von Sabrina starb, natürlich. Du bist Sabrina. Mit jemandem chatten. Leon hätte erfahren, dass Christopher Single ist. Ja, gut. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt so informativ für ihn. Snob. Okay, Leon, es wird Zeit für dich mal jetzt pennen zu gehen. Da ist der Arne. Okay, gut, der Arne schläft da, gut. Dann weiß ich auch nicht weiter. Man muss wohl im Bett von schlafen. Ey, was willst du denn hier, Gage? Ich bin gerade verwirrt. Arne. André? Schlafen so, okay. Woher hat er auf einmal die Energie? Eben gerade war es noch so richtig. Okay, gut. Verstehe ich jetzt gerade nicht wirklich, aber ist auch egal. Ich glaube, da kannst du lange vor der Tür stehen und warten. Dann wird er, glaube ich, keiner mehr aufmachen heute. Man braucht ja nicht um 1 Uhr zu einer Person kommen und nach Haustür trinken. Ich glaube, da wacht so gut wie niemand auf. Hey, es wurden 56 Fahrzeuge gelöscht. Und einer hat richtig Hunger, und zwar der Leon. So, wer ist denn der Erste, der jetzt hier aufsteht? Ich glaube, dass Leonie erstmal bis um 10 Uhr so schläft. Boah, genau so ist es auch. Ja, ich bin der Erste, der aufsteht. Und ich benutze erstmal jetzt das Klo. So. André, heute ist Samstag. So, ich kann jetzt eh so gleich mal eine Päuschen wieder machen, weil ich gleich eine Stunde aufnehme. Und dann, genau, dann würde es eigentlich fast optimal passen. Ich könnte eigentlich bei der nächsten Aufnahme mit den Leuten nach Frankreich gehen. Das wäre nicht super, wenn ich das so hinkriegen würde. 2 Tage nach Frankreich, nee, 3 Tage müsste ich denn ja machen. Und dann wäre auf jeden Fall das schon mal erledigt. Autofreak. Leon ist auf jeden Fall hungrig, der schläft aber noch. Anne schläft, glaube ich, auch noch ein bisschen, ne? Nur bis 7.30 Uhr. Wie lange schläft noch Sabrina? Sabrina schläft noch bis 9.30 Uhr. Oh. Zuneigung. Oh. Oh, da bekommt jemand Ärger. Oba Pixie. Guti, ja, ich würde einfach mal sagen, ich mache dann jetzt gleich hier ein kleines Päuschen, während wir hier den Schnee so schön im Hintergrund fliegen lassen. Ne, steht da eher, ne? Genau so ist es ja. Und, ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei The Sims 3. Denn, denke ich mal, wenn wir nach Frankreich gehen, und ja... Mal gucken, was uns da erwartet, denn wir müssen ja noch mit dem André und dem Leon dorthin. Ja, da müssen wir überlegen, ob wir nicht vielleicht mal so ein
jemanden ausziehen lassen hier aus dem Haus. Aber es gibt da doch allerhand Dinge zu tun, die man vielleicht ja, machen kann. Leon hat ja noch seine Katharina. Bei André, ja, haben wir zwei Chancen sogar mittlerweile schon. Und Anna hat einen per Brief, eine Nachricht, eine Liebesnachricht bekommen. Ich finde dich sehr attraktiv. Wollen wir nicht mal zusammen ausgehen? Und ja, zum Beispiel auch die Brüder Frio sahen das Haus sah auch ganz cool aus. Da können wir vielleicht auch mal ein Ründchen zocken. Also, ihr könnt ja gerne immer mal irgendwas in die Kommentare und so weiter reinschreiben, ob ihr das gerne möchtet, falls ihr Kommentare schreibt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei die Sims 3. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao.